haben ja im letzten Jahr die Klangbrücke leider schließen müssen, weil wir ein Problem mit der Technik bzw. mit dem Traversensystem hatten und mussten es komplett neu einrichten. Das ist jetzt über dreiviertel Jahr her und heute sind wir endlich soweit, dass wir jetzt wieder unseren Kunden die Klangbrücke zur Verfügung stellen können und sämtliche Traversensysteme und die Technik auch wieder vorhanden ist, sodass wir das Haus wirklich wieder nutzen können, weil gerade die Klangbrücke ein wahnsinnig wichtiger Ort hier in Aachen ist. Viele Leute wissen das ja gar nicht, die da oft mit dem Auto drunter wegfahren, dass da oben ein Konzertsaal drin ist. Ja, die Klangbrücke ist für uns seit vielen, vielen Jahren die zentrale Spielstätte. Wir versuchen natürlich auch, das Publikum an diesen Ort zu binden, weil er ein sehr schöner Ort für konzertante Musik ist. Und mit 200 Stühlen besetzter Konzertsaal mit einer großen Bühne, einem schönen Flügel. Und der entsprechenden Technik ist also ideal, um konzentriert Musik zu hören und natürlich auch Musik zu präsentieren. Wir machen ja ein Programm, das aus Jazz, improvisierter Musik und neuer Musik in der klassischen Sparte besteht, also durchweg alles aktuelle, zeitnahe, zeitgenössische Musik, deswegen auch der Name Gesellschaft für zeitgenössische Musik. Und da passt diese Klangbrücke als Baukörper und als Sinnbild auch ganz gut rein. Also in der Stadt Aachen gibt es relativ wenige Räume zurzeit, die im städtischen Bereich sind, die sowohl akustisch und auch räumlich so gut sind wie die Klangbrücke, weil wir hier mit sehr wenig technischem Aufwand auch viel machen können, sowohl in Musik, im Theater, Literatur, Lesungen. Das geht hier alles relativ einfach und wir haben eine Spielgröße von rund 200 Personen. Das ist einfach eine gefragte Größe, die uns hier wirklich fehlt, wenn die Klangbrücke nicht vorhanden ist.